Hallo zusammen, heute gibt es meine Nagelroutine für euch, weil sich das jemand auf Instagram gewünscht hat und diesem Wunsch gehe ich natürlich sehr gerne nach. In diesem Video werde ich euch zeigen, was so meine kleinen Tipps und Tricks sind, was meine Nägel so lang hinbekommen hat. Ich habe ein Produkt, auf das ich wirklich schwören könnte, was ihr im DM bekommt. Dann werde ich euch noch zeigen, wie man Nägel richtig lackiert, denn das machen sehr viele falsch. Ich werde euch zeigen, wie man die Nägel lackiert, so dass die Nägel etwas schöner aussehen und wie ihr sie am besten kürzen solltet und welche Pflege bei mir am besten klappt. Also wenn ihr auch gespannt seid, dann bleibt auch dran. So, wir fangen natürlich mit sauberen Nägeln an. Dazu nehme ich mir ganz normale Wattepads und einen Nagellackentferner. Das sind so meine Utensilien, um die Nägel erst einmal vorzubereiten. Ein Cuticle-Softener, eine Nagelschere, eine Nagelfeile und etwas, um die Nagelhaut zurückzuschieben. Ich nehme mir jetzt meinen Cuticle-Softener und zwar von P2. Kann man wirklich sehr, sehr gut benutzen mit dieser schönen Spitze. Ich bin mir sicher, dass es auch Softener von anderen Marken gibt. Das hier benutze ich so, wie ihr sehen könnt, auf der Nagelhaut, die ein bisschen trocken geworden ist und lasse das Ganze ein bisschen einwirken. Mein Softener hat jetzt so eine schöne Spitze, damit kann man die Haut schön zurückschieben und das Ganze werde ich jetzt damit kurz machen und dann geht's weiter. Dann massiere ich mir die restlichen Produktstückchen noch in die Finger ein und zwar damit die Finger schön gepflegt sind. Und dann nehme ich mir meine Nagelfeile. Meine hat jetzt so eine gebogene Spitze und damit kann man die Nagelhaut sozusagen nochmal wegfeilen. Ich weiß nicht genau, ob alle Nagelfeilen sowas haben, aber meine hat sowas. Wie ihr sehen könnt, kann ich damit die Nagelhaut, was noch auf dem Nagel dran ist, was man nicht zurückschieben kann, diese dünnen Stellen, ihr kennt die bestimmt auch, genau diese Stellen kann man damit noch so schön wegmachen. Jetzt nehme ich mir mein Gesichtswasser, was ich eigentlich immer für mein Gesicht verwende, gebe davon etwas auf ein Wattepad und entferne dann anschließend die restlichen Fette, die noch auf meinen Nägeln sind. Dann nehme ich mir die Nagelschere und gehe dann an die Nagelhaut, die rechts und links an den Fingern noch so übrig geblieben ist. Damit kann man die Hautklümpchen einfach wegschneiden. Und dann gehen wir auch schon hinüber zu diesem kleinen Freundchen hier. Und zwar kann man damit die Nagelhaut, die wir gerade zurückgeschoben haben, nochmal ein bisschen abrunden. Also es kann sein, dass noch ganz, ganz dünne Schichten von der Nagelhaut da noch geblieben sind und dass die Nagelhaut bzw. der Ansatz nicht ganz abgerundet ist. Und genau das kann man damit verändern. Jetzt nehme ich mir meine Nagelfeile und im Moment achte ich darauf, dass die Kanten rund sind. Also, dass ich rechts und links nicht mehr so Ecken habe, sondern dass die Ecken schön abgerundet sind. Dadurch brechen die Nägel nicht mehr so schnell ab und wenn ihr möchtet, könnt ihr noch darauf achten, die Nägel nur in eine Richtung zu feilen. Das sind jetzt die Nagellacke, die ich verwenden werde. Einmal so in der Übersicht, aber gleich werdet ihr die noch in der Nahaufnahme sehen. Jetzt kommen wir zu meinem Geheimtipp für lange, starke Nägel und zwar Microcell. Auf jeden Fall diese grün-türkis-blaue Farbe. Es gibt mehrere Varianten davon, aber holt euch die Variante, die ich euch gerade gezeigt habe. Investiert in ein Microcell, wenn ihr auch so zickige Nägel habt wie ich. Die brechen wirklich nicht mehr ab, werden deshalb so schön lang und sind sehr, sehr stark. Und Nagellack hält auch irgendwie länger. Ich weiß nicht, wie das klappt, aber es funktioniert. Weil mein Microcell leer gegangen ist, habe ich hier jetzt einen Unterlack von Dior benutzt und trocknen lassen.
Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsnagellack. Und zwar ist die Farbe so schön. Die Farbe hat mich wirklich umgehauen und ich trage sie nur noch die ganze Zeit einfach durchgehend. Das ist die Nummer 10 von P2. Das sind diese Glosslacke. Und die halten wirklich mehrere Tage sogar auf meinen Nägeln. Kann aber auch was mit Mikrocells zu tun haben, ich weiß nicht genau, aber die Farbe hat es mir wirklich angetan. Das ist die Farbe 010 Little Princess. Jetzt kommen wir zu meiner Nagellacktechnik. Und zwar achte ich da auf 2-3 Kleinigkeiten, die Nägel wirklich schöner und schmaler aussehen lassen. Und zwar mache ich das so, dass ich erstens nicht ganz an den Nagelansatz gehe, weil wenn ihr genau am Ansatz ansetzt, dann habt ihr da so eine komische Linie, die nicht so schön aussieht. Wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann wisst ihr genau, was ich meine. Und rechts und links am Nagel gehe ich nicht bis ganz nach außen, sondern zeichne ein bisschen noch mehr im Nagelbett drinne und mache das Ganze gerade. Hier seht ihr vom Nahen, wie ich das Ganze so mache. Auf jeden Fall sehen die Nägel dadurch viel schöner geformt aus. Jetzt trage ich eine zweite Schicht auf, denn wie bei allen Nagellacken auch brauchen die P2-Lacke auch eine zweite Schicht und werden dadurch viel deckender. Die Farbe wird dadurch viel schöner und mit der zweiten Schicht könnt ihr jetzt die Chance nutzen und die Linien etwas gerader machen oder perfektionieren. Wenn ihr euch ein bisschen verzeichnet habt, könnt ihr das jetzt im zweiten Schritt ein bisschen verbessern. Jetzt trage ich einen Topcoat auf und zwar hatte ich mir damals diese Miracle Gel Lacke von Sally Hansen geholt und das ist Step 2 davon, also ein Topcoat. Dadurch sieht der Nagellack so schön glatt aus und die Unebenheiten, die man vielleicht gemacht hat, die werden dadurch ausgeglichen. Benutzt auf jeden Fall einen Topcoat, denn das macht euren Nagellack viel haltbarer und die Nägel werden so schön glänzen. Ich liebe das. Manche mögen auch diese matten Lacke, aber ich liebe es, wenn die Nägel so schön glänzen. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Miracle Gel Lacke von Sally Hansen noch von irgendwoher bekommen kann. Wenn ja, lasst es mich wissen. Wenn ihr die nicht bekommt, dann sucht euch einfach irgendeinen Topcoat. So sehen die Nägel aus. Hier demonstriere ich nochmal, wie ich meinen Nagel gezeichnet habe, beziehungsweise wie ich meinen Nagellack aufgetragen habe, wie ich die Seiten so ausgespart habe. Und zwar am Ansatz nicht direkt angesetzt und rechts und links habe ich auch ein bisschen Platz gespart. Dadurch sehen die Nägel einfach schmaler aus. Meine Nägel sind jetzt im Moment so lang. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr eure Nägel auch so wie ich ungefähr macht, ob ihr manche Sachen ganz anders macht. Schreibt es in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!